Hallo und herzlich willkommen zur erneuten Lego-Unterhaltung. Schönen guten Tag. Wir haben heute vier Sets dabei sozusagen und wir fangen mit Story Pack. Batman an. Also diese Reihe kann sich durchaus noch ein paar Jahre hinziehen. Lego der Mensch, vielleicht schaffen wir die 100 Jahre. Ja, mal schauen. Ne? Ich freue mich schon so aus Batman. Ja, Lego Batman, genau. Den eigentlichen Batman hatten wir ja schon. Der war ja im ersten Starter-Pack mit drin. Yay! Da hol ich mich mal ran, sonst sieht er wieder nicht. So ist es. Sonst sieht er ja wieder nicht. Mama. Ah ja. Zwei Typen. Ich denke mal, zweite Tüte ist nur der Wagen. Eine Sicherung? Hast du ein Paket mit Sicherung erwischt? Oh, das haben wir noch nicht gehabt, Freunde. Ein Paket, das gesichert war. Darf man das erzählen? Nee, darf man nicht erzählen. Das ist Historie, also. Stimmt. Erinnere mich gerade an was. Oh, dazu später. Das darf ich online leider nicht erzählen. Das darf ich nur offen. Oh, diese alten Kates. Die schönen Kates, ja. Wen haben wir denn als Figur? Robin? Batgirl und Batgirl. Also das böse Mädchen. Recycling! Das ist auch Recycling. Papier Recycling. Na gut, probiere ich mich mal. Wen habe ich denn da? Ach so, du hast sie. Ah ja, hab ich gerade den falschen genommen. Sind die beides gleich gekämpft? Nee, sie kriegt das hier mit den. Sei nicht, das eine glitzert, das andere nicht. Doch, da glitzert auch, was du da hast. Ja, aber das ist. Das ist dasselbe. Ja, weil das mit den Zacken kommt plötzlich. Ach so, die hat die Zacken. Und das glänzende nach außen nämlich. Das glänzende nach außen, genau. Ja, okay. Und bevor ich es vergesse, happy greetings to the bit, the blog. And thank you for your support. Yeah, build the blog. Ja, die haben uns geschrieben. Dass wir das gut finden, was wir hier so machen. Genau, ich wollte hier mal grüßen. Ja, sollte man. Ich habe es, glaube ich, in meinen Videos damals einmal gehabt. Geht hier ein Käppi auf oder was? Ja. Der kriegt bestimmt auch noch irgendwas auf. Ah, da. Der Kerl. Der hat die Haare hier. Zack. Ich bin mit meinem Robin schon fertig. Ja. Ohne Bauanleitung. Weißt du, seit Herr der Ringe schlage ich mich mit diesen Käppis rum. Stimmt. Die verfolgen wir. Seit unserer ersten Let's Build Videos. Ja, die kriegt sogar noch Haare. Hinten. Diese braunen. Ach komm, echt? Ja, hinten am Helm. Ach, die kommen an den Helm? Ach, du liebes. Ach, da. Apropos Film, also hier beim Story Mode geht es ja um den Film. Also wer den Film nicht gesehen hat, Spoiler-Alarm. Ich kann dazu gar nicht so viel erzählen. Ich schon, deswegen Spoiler-Alarm. Weil ich ihn leider nicht ganz sehen konnte. Ja. Also wer das nicht wissen will, abschalten und Ton aus. Genau, Ton aus. Nur noch taub gucken. Genau. Dorminöschen hier. Ja, die Platte haben wir jetzt leider nicht hier zum Drunterlegen. Die hat Tobias zu Hause liegen. So ist es. So. Dann machen wir mal. Here we go. Können unsere Leute was sehen? Ja. Ja, wenn nicht, müssen sie was schreiben. Nicht so eine Bescheid sagen. Zack. Da kannst du ja auch mal den Gift, der hat jemanden. Von einem Comedy-Programm Hörspiel gemacht. Die waren mit mehreren Leuten da. Und dann. Kannst du auch da. Und da ist dann auf der Bühne irgendwas passiert, was man natürlich nicht sehen konnte als Hörspielhörer. Mhm. Und dann sagte einer von denen, ja, wie sollen die Zuhörer das denn jetzt sehen? Und sagt dann mit Untertitel. Ich bin zu doof dafür, oder habe ich einen falschen Ring? Nee, da gibt's keinen anderen. Ernsthaft?
Also beim Story Mode ist es auch so, dass man das spielt und dann während des Spiels baut man das Portal auf. Also man kriegt dann gesagt, bau das Portal jetzt auf und dann kriegt man die ganzen Schritte hier Genau. auf dem Bildschirm. Man Also könnte es sich das, was wir jetzt machen, im Grunde sparen, wenn man das Spiel spielt. Einfach das Spiel spielen, das wird dann unterbrochen, ja, genau, das wird dann so lange unterbrochen, bis man fertig ist. bis man fertig ist. Er lässt, Nintendo hätte ich jetzt bald gesagt, er lässt Lego einen dann auch nicht weitermachen. Ja, doch, man kann schon spielen, Nein, aber. das geht nicht. Das ist technisch nicht möglich. Wenn du es versuchst, steht dann, sie haben ihr Tor nicht zusammengebaut. Schön wär's. Das funktioniert nicht. Ja, schade finde ich wirklich, dass das System nicht erkennt, dass da ein neues Portal draufsteht. Also wenn man am Start dann ist, dann ist leider das Ja. Normale da und nicht das, was man gebaut hat. Das Schade. ändert sich tatsächlich nicht. Leider nicht. So weit sind wir letztes Mal ja nicht gekommen. Das wäre natürlich cool. Das Wäre auch wäre cool sinnvoll gewesen. vor allem. Wäre cool gewesen, Ja, vor ja. allem wäre es auch sinnvoll. Ich glaube, ich habe. Irgendwie muss das ja kippen, oder nicht? Tut's doch. Ja, nach vorne. Tut's doch leicht. Aber minimal. Soll es denn weiter kippen? Für mich schon. Meinst du? Meinst du richtig? So. Ach so, hast du falsch schon am Duft. Genau. Kennt es sein. Passiert schon mal. Gehen wir nochmal zurück. Das soll aber so sein. Ah, ja. Sind kleine Tütchen, können wir uns mehr Fehler erlauben. Ja, wir haben nach unserer ersten Session das Spiel tatsächlich angetestet. Das haben wir jetzt nicht Stimmt. aufgenommen, weil wir schließlich keine Let's Player sind. So ist es. Und wir haben tatsächlich 2 Stunden ein Update machen müssen. Ja. Also Content runtergeladen und wie sich rausstellt, muss man tatsächlich für jedes Päckchen irgendeinen Content, wahrscheinlich auch für das Päckchen, irgendeinen Content runterladen. Also für das Päckchen muss man auch Update machen, ja. Steht das hier tatsächlich? Steht das hier eigentlich drauf? Nee. Eigentlich gehört sowas auf die Packung, oder? Richtig. Nach dem Motto, 50 GB Platz benötigt. Also Ja, normal ja. ich frage mich, meine, die Wii U hat ja auch nur 32 GB. Richtig. Aber das kann man ja erweitern. Geht das mit USB? Weiß ich Ja. gerade gar nicht. Geht. Weil ich habe mich schon gefragt, wenn man jeden Story Pack hat und weiß ich nicht was und alles installiert, ob das dann ausreicht. Ich bin gespannt. Ich glaube, wir hatten an dem Abend letzte Mal tatsächlich so 8 GB oder sowas. Ja, genau, nur die Story. Nur das erste Nur das Päckchen. erste Ja. Hauptbäckchen, aber da waren ja schon andere drin. Also schon bei Ja, Updates. ja. Ja. Das gehörte alles zusammen. In der Zeit haben wir Mario Kart gespielt. So ist es. Das hat sich dann angeboten. Das, Ja, also ne? ihr müsst da erstmal Zeit investieren. Also Aber. warten, 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 bis das Update ist. Fertig ist. Für Leute, die kein flottes Internet haben, ist das echt Quälerei. Ja, gut, das stimmt. Viele sind ja auch schon überlegen, ob da überhaupt noch Daten drauf sind auf so einer CD oder ob da einfach nur noch Informationen, Update, Server, blub und fertig. Kann auch sein. Das ist so schlimm. Ja, schlimm geworden. Wobei ich ja immer noch nicht nachvollziehen kann, wie es bei der Switch ist. Aber ich glaube, da gab es auch einen Day One Patch, ne? Ja, gibt's auch einen Patch, ja. Dazu ein andermal. Ja, Wir richtig. warten gespannt. Ich warte. Ja, vor allem du. Ich bin aber auch neugierig. Das gebe ich auch ganz ehrlich zu. Vor allem frage ich mich, warum dauert das jetzt so lange? Schippen die die alle gleichzeitig los? Können die nicht schon mal Eine Frau schicken, Ja, ja. echt? Ja. Einmal so 1000 nach Deutschland schicken und verteilen oder so. Ja, richtig. Weiß nicht, wie sie das regeln. Ja. So müssen Millionen Spieler auf. Ach ja, cool aus. Auf ihr Ja, zwei Zuckerwaren. Waffen fertig. 2 Waffen fertig. Ach so, seitlich da rein. So. Aber theoretisch könnte sie nächste Woche wäre so früheste Termin. Was hast du Nächste gesagt? Woche wäre der erste Termin, Nächste ja. Woche wäre der früheste Termin. Ich bin gespannt.
Das gehört zwar jetzt nicht direkt zu Lego, aber wo Tobias schon mal hier ist, hast du das Direct gesehen von Nintendo? Nein. Hört uns auch nicht. Hat jetzt aber eins gegeben, Mann. Ja, ja. Ich wusste das gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich per E-Mail nicht mehr benachrichtigt werde wegen sowas. Sonst habe ich immer Geschichten Nintendo Direct und so. Ich kriege keine E-Mails mehr davon. So. Achso, kommt weg. Ja, das ist... Ich habe das bei YouTube dann gesehen, ich dachte, oh, was jetzt ein Direct, was denn gewesen? Haben wir auch was verpasst? War bestimmt nicht verstehen, warum. Ist tatsächlich nichts, wovon man nicht gehört hätte, nein. Ist so. Ich habe jetzt auch wieder hier, ach, wir ziehen Mario in den Sommer vor oder so. Nein, natürlich nicht. Ne, es ist Mario Kart, ist so ein bisschen gewesen, natürlich. Einmal Vierer. Ja, ich suche den auch dran. Was denn schon? Das kann ich machen. Das zwei einzelne oder ein großer? Ne, zwei einzelne. Aber ja, verschieden angeordnet, ne? Ja, also bitte darauf achten. Jawohl, Chef. Das kriege ich wieder einen Runde. Ja, da tropft so Wasser und Brot. Kennt ihr. Kennst du ja. Boah. Oh, Wahnsinn. Irgendwann kommt er hier immer vorbei und. Kennst du ja. Dann könnte er mich ja mal im Kerker besuchen. Besuchszeiten von bis. Von 1 bis Lego. Ja, ich kann ja jetzt mal schon mal ein bisschen vom Film erzählen. Ja, erzähl vom Film, das ist auch passend zum Thema jetzt. Ich bin ein bisschen abgeschwoffen, wie man so schön sagt. Wie schlimm. Was hat mich jetzt interessiert, ob das schon wieder. Okay, Batman, Lego Batman Film. Lego Batman Film. Ja, so. Ich bin Batman. So. Genau, alles fängt an, dass die Präsidentin sagt, wir sollen mit Batman zusammenarbeiten. Aber wäre toll, wenn wir mit Batman zusammenarbeiten. Er ist natürlich nicht so begeistert davon, ne? Man kennt ihn ja, er ist ja so ein Einzelgänger. Und dann ist eben der Joker da, der ein bisschen da Unruhe macht. Gesprochen und, von? Weiß ich nicht. Echt nicht? Nee, echt nicht, Herr Doc. Weißt du das? Gronkh hat den gesprochen. Ach ja, stimmt. Mhm. Merkt man im Film aber nichts von, ne? Nee, gar nicht. Hab ich mir auch gedacht. Der Spruch ist in Gronkh, der soll den da sprechen. Nee, hat er noch. So, ist okay, erzähl mal weiter. Also Gronkh ist ja böse, wie immer. Ja, auf jeden Fall sagt dann der Joker sowas wie, ja, wer ist dein größter Bösewicht? Und dann sagt der Batman, ich hab keinen. Der ja, auch schön. Und ist natürlich dann ganz traurig, dass er nicht der Bösewicht ist. Der Joker ist traurig, dass er nicht der größte Bösewicht ist? Ja, genau. Denn größer Widersacher von Batman. Ja, ja, klar. Er ist halt traurig. Und dann lässt er sich gefangen nehmen, absichtlich, der Joker. Hat er aufgegeben. Ja, und damit er in so eine Welt reinkommt, wo andere Bösewichte drin sind. Mhm. Also es ist so ein Portal, da werden sie halt dahin geschickt. Ne? Und da wird er dann, sagt er zu denen, die da sind, kommt, lass uns mal runtergehen und mal ein bisschen Trouble machen. So ein bisschen, ne? Ah, nach dem Motto, wenn ich es nicht alleine schaffe, machen wir es halt mit mehreren. Ja, genau. Okay. Und der hat dann eben auch so ein Stück mit, dass er auch wieder zurückkommt. Also so ein Portalstein, sag ich mal, ne? Hat er mit hochgeschmuggelt. So, auf jeden Fall kommt er dann zurück mit den ganzen Bösewichten. Und diese Bösewichte sind zum Beispiel Saruman und so. Ach, und so. Sauron und sowas. Voll witzig. Cool. Und dann wenden sie sich alle gegen den Joker, also diese Bösewichte. Also dieser Hauptbösewicht. Ja, okay. Und der sperrt sie dann alle ein in so einen Kerker. Und dann Batman versucht das natürlich erstmal alleine alles wieder zu heile zu kriegen, sag ich mal. Aber klappt nicht, weil das so viele sind. Und dann holt er den Joker aus dem Gefängnis und der hilft denen dann. Der Joker hilft ihm? Ja. Oh. Mit den anderen Bösewichten, die im Gefängnis sind. Ne? Also es sind mehrere. Ja, und dann schaffen sie es natürlich und alles ist wieder glücklich. Ich fand den Film nicht schlecht. Ich hätte doch zu Ende kommen sollen. Kann ich ja noch. Ja, kannst du noch, aber jetzt weißt du die Geschichte. Ja, das mit dem Zusammentun Bösewicht, das kam auch irgendwie durch den Trailer. Jetzt wurde es erzählt, das kam mir das zumindest bekannt vor. Also war schon eine tolle Sache.
Ich fand den Anfang etwas strange, muss ich sagen, wo er dann da. Ja gut, was strange ist, ist hier mit seinem Adoptivsohn, ne? Sozusagen mit Robin. Ja. Robin hat aber auch immer so eine Rolle, sage ich mal, in jedem Batman-Film. Das ist immer so der kleine Mitläufer irgendwie. Ja, richtig. Ist er ja da auch, ne? Aber der wächst dann über sich hinaus, ne, in diesem Film natürlich. Wie das so ist. Der zeigt dann doch, dass er auch das kann. Hätte er ein Motorrad in dem Film? Irgendwas macht er, ja. Weiß ich nicht mehr. Schon ein bisschen mehr. Sieht das nicht cool aus? Das sieht geil aus. Das macht dich bestimmt gut an meinem Tor. Tiefer geht's glaube ich nicht rein. Ja, aber warum nicht? Muss das tiefer sein? Nö. Ja. Schön, schön, schön. Dann drehst du mal rum, dass die haben noch was davon haben. Ja. Das war's schon. Ja, deswegen sage ich das ja. Mann, nochmal gegen das. Netz. Einmal Rubin, nee, Rubin kommt hier hin. Einmal Batgirl. Yeah, sieht cool aus. Ja, im zweiten Teil bauen wir dann den Batwing. Ja, die Fahrzeuge, nicht? Ja, wie immer. Ein Fahrzeug ist es. Ein Fahrzeug. Cool. Cool, echt cool. Dann zoomen wir einmal kurz raus, dann können wir noch Tschüss sagen. Mhm. Wir müssen uns noch so einen schönen Slogan überlegen, den wir jedes Mal sagen können. Weil es fällt mir gar nicht ein. Also gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Jo. Bye, bye. Tschüss.